Bereits immer wieder Studiogäste bei unserer Schlagerwelt hier auf Radio Melodie. Und heute darf ich ganz herzlich willkommen heißen, der Simon Wild. Herzlich willkommen, Simon. Hallo Werner, ich freue mich hier zu sein, videotechnisch zumindest, und freue mich auf ein tolles Interview mit dir heute wieder. Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, haben uns ursprünglich, glaube ich, in Rust kennengelernt, damals, als du mitgemacht hast an dem Wettbewerb für den Sommerhitkönig. Genau, das war in 2018, wo ich bei der Sommerhitparade dabei war. Und ja, bis ins Finale habe ich es ja damals geschafft sogar. Und das war eine wirklich super Zeit, ein richtig tolles Erlebnis natürlich. Und das werde ich nie vergessen, das Jahr 2018, ja. Du warst Sommerhit-Vizekönig geworden, aber du hast ja schon ganz, ganz früh angefangen mit Musik zu machen, oder? Ja, genau. Also die steirische Harmonika habe ich eigentlich so angefangen im Alter von 12 Jahren. Davor habe ich noch ein paar Jahre Akkordeon gespielt gehabt. Das ist ja immer ein Unterschied so ein bisschen. Das eine mit den Knöpfen auf beiden Seiten und das Akkordeon dann praktisch mit den Klaviertasten. Aber wie gesagt, mit 12 Jahren ging es dann richtig los und da habe ich Unterricht genommen auf der steirischen Harmonika und seither bin ich eigentlich immer dabei. Also ist nach wie vor mein Lieblingsinstrument auch und ich spiele es einfach sehr, sehr gerne. Und ich glaube, Wettbewerbe, mit denen hast du schon ganz früh begonnen. Genau, also mit 15 war ich schon beim Landesmeisterwettbewerb dabei, wo es dann praktisch nur darum ging, ja, möglichst gut und sauber eben zu spielen. Relativ schwierige Titel, was man da vortragen musste. Aber ja, hat Spaß gemacht soweit. Da ist eine Jury vor einem gesessen mit 4 oder 5 Leuten, wo einen dann beurteilt haben, wie gut man spielt. Und ja, so habe ich vielleicht schon relativ früh auch gelernt, auf den Punkt eben zu spielen und es sauber rüberzubringen auch, ja. Jetzt hat sich in den letzten Monaten einiges geändert, glaube ich auch. Du bist rockiger irgendwie geworden und noch mehr auf Party, oder kann man das nicht so sagen? Ja, doch. Also so mittlerweile geht es eigentlich ein bisschen so Richtung Schlager auch und ich probiere immer gerne auch vieles aus. Also gerade was so auch die rockigeren Klänge angehen oder einfach die modernere Musik, ein bisschen Schlagermusik, weil das einfach momentan auch gut ankommt, auch auf den Radiosendern und so weiter und macht mir eigentlich auch richtig Spaß. Egal jetzt ob Volksmusik oder Schlager, es ist einfach vieles möglich auf der Harmonika und das will ich auch so ziemlich alles ausprobieren, ja. Du machst sehr vieles, komponierst du und produzierst du es auch selber oder textest? Wie ist das bei dir? Ja, meine aktuelle Single jetzt, Für immer wir zwei, ist getextet und komponiert von mir selber. Ich hatte jetzt letztes Jahr ein bisschen mehr Zeit als sonst, also die viele Auftritte sind ja abgesagt worden, von daher war da einfach auch mal die Zeit, selber sich hinzusetzen und zu komponieren und zu texten. Produziert habe ich es bei meinem Produzenten Christian Torchiani, also bekannt durch die Klostertaler oder Keyboarder von den Klostertalern. Und da bei ihm war ich im Studio und dort habe ich auch mein Album produziert. Er hat auch die meisten meiner Titel eigentlich geschrieben gehabt. Und ja, wir arbeiten eigentlich immer wieder gerne zusammen und das ist eine super Zusammenarbeit. Das macht immer auch richtig viel Spaß mit Chris. Und wenn man das Cover ansieht, dann hat man das Gefühl, ja, jetzt geht's wirklich vom Volkstümlichen eher Richtung Schlager. Ja, also momentan eigentlich der modernste Titel, den ich so habe, Für immer wir zwei. Ich wollte einfach mal, ja, einfach in die moderne Schlagerrichtung gehen und das hat mit dem Titel, glaube ich, gut funktioniert und er kommt auch super an. Also ich habe schon so viele tolle Rückmeldungen auch von den Radiosendern und von meinen Freunden und Fans bekommen. Ich bin echt happy, so dass der Titel so gut auch ankommt. Ich habe auch schon das Gefühl, beim letzten Titel, Oh la la, ging's recht die Post ab. Der wurde, glaube ich, auch ziemlich viel bei den anderen Radiostationen, nicht nur bei uns gespielt, oder? Ja, richtig, genau. Mit Oh la la la, ein Kuss von dir, war ich bei
bei unserem größten Sender hier im Umkreis, SWR4 Baden-Württemberg, war ich da sehr lange bei der volkstümlichen Hitparade dabei, habe da viele Male auch den ersten Platz erreicht. Per Telefonvoting ging das dann wieder, ähnlich wie ja damals 2018 schon bei immer wieder sonntags auch wieder so ein Telefonvoting-Wettbewerb. Und ja, die Leute haben mich da bis ins Jahresvoting praktisch gewählt gehabt, mit diesem Titel 3. Platz am Ende dann beim Jahresvoting mit Oh la la la, ein Kuss von dir. Also auch eine tolle Nummer eigentlich, spielen es immer sehr, sehr gerne auch live bei den Auftritten. Da machen eigentlich immer alle mit. Das ist ein richtig guter Titel, weil man da immer so eine Laola-Welle dann machen kann. Und das kommt immer gut an. Aktuell viele Auftritte wird es kaumlich haben. Was machst du, nur zu Hause sitzen, oder? Ja, leider. Ja, gut. Die meisten Auftritte werden natürlich abgesagt, immer noch, nach wie vor. Es findet kaum was statt. Die ganzen Veranstaltungen, klar, können nicht stattfinden. Ich habe letztes Jahr aber trotzdem einige Auftritte spielen können. Zum Beispiel ein Autokino war mal dabei und so. Es war auch mal eine ganz neue Erfahrung. Und auch ein paar Mal Auftritte dann mit entsprechenden Abstandsregelungen halt beim Publikum. Aber es hat auch gut funktioniert. Und ich bin froh, dass ich zumindest letztes Jahr doch den einen oder anderen Auftritt dann auch spielen konnte. Aber momentan sieht es eher ruhig aus, muss man schon sagen. Ich sitze eigentlich hauptsächlich hier bei mir in meinem Musikzimmer daheim und tue dann ein bisschen neue Sachen ausprobieren, ein bisschen neues Programm machen oder neue Titel schreiben. Also ist gerade hauptsächlich meine Arbeit, was ich so mache, weil man ja die Auftritte so nicht machen kann zurzeit. Du hast die Fanbase angesprochen, die ist natürlich seit immer wieder sonntags gewaltig gewachsen und die unterstützt dich. Wie spürst du das direkt? Nur nicht nur bei den Telefonvotings wahrscheinlich, oder? Ja, nee, also bei den Auftritten merkt man schon auch, also dass deutlich mehr besucht ist das Ganze auch. Also Wahnsinn teilweise. Ich hatte in 2019, Anfang 2019, da kann ich mich noch gut erinnern, einen Auftritt mal, da hat der Veranstalter halt so mit circa 100 bis 200 Leuten gerechnet gehabt. Also so war es eigentlich auch die letzten Jahre, wo ich dort immer gespielt habe. Und als ich dann da aufgetreten bin, dann sind da auf einmal, ich glaube, 400 oder 500 Leute da gestanden. Unglaublich. Der musste dann, also es war zum Glück in einem Biergarten, wo dann eine Wiese dahinter war. Dann hat er da noch solche Bierbänke reingestellt und alles. Und dann ging es da richtig ab. Also das war dann schon cool, wenn dann auf einmal so viele Leute auch dastehen. Momentan wenige Auftritte. Wann hast du das Gefühl, könnte es wieder losgehen? Das ist eine gute Frage. Wenn ich das so genau wüsste, das wäre toll. Also ja, ich hoffe zumindest mal, dass es Mitte diesen Jahres wieder losgehen kann. Also viel früher. Ich habe zwar im März jetzt noch einen Auftritt, der jetzt noch nicht abgesagt wurde, also eine Schlagerveranstaltung. Mit mehreren Künstlern sogar und auch in so einer Halle, wo auch mehrere hundert Leute da wären. Aber ich kann mir das jetzt nicht so gut vorstellen, dass das im März schon stattfinden könnte. Vielleicht mit ein bisschen Abstandsregelungen. Also wir geben die Hoffnung nicht auf, aber ich glaube eher an Mitte diesen Jahres, dass es da vielleicht wieder losgehen kann. Aber vielleicht gibt es ja auch Möglichkeiten mit Radio und Fernsehen. Da hast du auch noch einiges, glaube ich, in petto. Ja, das wäre schön natürlich. Also mal wieder bei immer wieder sonntags dabei zu sein oder auch die anderen Sendungen, die es gibt. Das wäre schon cool. Also ich hoffe, dass sich da natürlich auch noch was ergibt dieses Jahr. Kommen wir nochmals zurück auf deine aktuelle Single, die da heißt Für immer wir zwei. Wie sieht es dann wirklich aus bei dir? Ist da auch etwas zu tun? Hat der Titel mit dir direkt zu tun? Du hast ja vorhin gesagt, du hast ihn geschrieben. Ja, genau. Ja, also momentan, wenn du darauf raus willst, momentan bin ich tatsächlich Single. Aber für immer wir zwei wäre eigentlich schon ganz schön, wenn ich so überlege. Also ja, mal sehen, was die Zukunft bringt. Also quasi noch zu haben. Ja, momentan schon. Neue Projekte, bist du jetzt auch am Musik schreiben, Musik machen, vielleicht sogar produzieren? Wie sieht's da aus?
Ja, also der nächste Titel ist schon wieder in den Startlöchern praktisch. Also da wird sich in nächster Zeit schon noch was ergeben natürlich. Gut, die Single Für immer wird zwei ist ja jetzt erst vor einer Woche circa rausgekommen. Von daher konzentrieren wir uns jetzt natürlich erstmal auf diesen Titel, dass der ja möglichst gut natürlich auch wieder ankommt. Ich hoffe, er wird von den Radiosendern gut angenommen und ich bin vielleicht auch in der ein oder anderen Hitparade dann wieder dabei mit dem Titel. Und ja, was dann die Zukunft bringt, also ich bleibe auf jeden Fall immer am Ball und werde weiterhin Titel schreiben und produzieren natürlich. Was sind denn, oder hast du bereits erste Reaktionen zu diesem Titel bekommen? Ja, absolut. Also es kamen viele gute Rückmeldungen schon und auch an dem Tag der Veröffentlichung natürlich habe ich mein Handy voll gehabt mit Nachrichten. Also richtig, richtig toll. Und viele sagen, dass es tatsächlich einer der besten Titel ist, den ich bisher so produziert habe. Und es freut mich natürlich riesig. Also es ist, wie gesagt, der erste Titel, wo ich jetzt komplett selber komponiert und getextet habe. Und dass der dann auch so gut angenommen wird bei den beim Publikum, das freut mich natürlich riesig. Das hoffen wir auch stark, wünschen dir alles, alles Gute und toi, toi, toi mit deinem neuen Titel. Und dann vielleicht hören wir und sehen wir uns irgendwann wieder live direkt vor Ort. Danke vielmals fürs Dabeisein. Danke dir, Werner. Bis dann.